Helene Fischer, die hat tatsächlich Ja gesagt zu ihrem Thomas. Wie, wann, wo, das besprechen wir gleich. Erst einmal schauen wir uns Helenes ganz persönliches Liebesmärchen noch einmal an. Im Spätsommer 2018 funkt es zwischen Helene und Thomas. Auch damals stehen sie zusammen auf der Bühne. Wie ein Blitz, so habe die Liebe beide damals erwischt. Den gleichnamigen Song singt Helene Fischer angeblich auch für ihren Ehemann. Auf der Bühne zeigen beide offen ihre großen Gefühle füreinander. Immer wieder rätseln die Fans der Sängerin, wann Thomas endlich um ihre Hand anhält. Dabei trägt Helene längst seinen goldenen Ring an der rechten Hand, wie kürzlich im Urlaub auf Mallorca. Helene Fischer unter der Haube, wie konnte das so lange geheim bleiben? Ja, wie konnte das so lange geheim bleiben? Jetzt müssen wir erstmal von der lieben Tanja wissen, wie lange so lange eigentlich ist. Also seit wann sind die beiden denn jetzt eigentlich schon Mann und Frau? Ja, die haben bald ihren zweiten Hochzeitstag. Wow. Also die beiden haben im Dezember 2021, nur wenige Tage vor der Geburt ihrer kleinen Tochter, haben sie geheiratet. Das muss man auch erstmal schaffen, ne? Das so lange vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Wo haben Sie denn geheiratet? Wer war dabei? Kleiner Kreis, großer Kreis? Ich gehe davon aus, es war ein eher kleiner Kreis. Es war ein sehr kleiner Kreis und also nur ihre allerengste Familie war dabei. Helene war es ganz, ganz wichtig, dass sie eben ohne Öffentlichkeit, ohne Fans, ohne Kameras heiratet. Sie hält ihr Privatleben ja sehr geschützt. Aber wir haben jetzt natürlich überlegt, wir berichten jetzt darüber, weil sie den Thomas ja auch im Moment jeden Abend auf der Bühne zeigt. Und das ist ja eben das, also auf der einen Seite möchte sie nicht über ihr Privatleben sprechen, auf der anderen Seite waren ja alle überrascht, als die Tour dann losging im April, dass Thomas Seidel, ihr Mann, tatsächlich auch mit auf der Bühne jetzt ist. Und diesen einen Song, den performen sie ja gemeinsam Hand in Hand. Ist ja kein Novum, sie haben sich so ja auch kennengelernt, genau. Aber dann war er eine lange Zeit nicht mit auf der Bühne. Nein, er war eigentlich seit 2018 nicht mehr mit auf der Bühne. Also die haben ja die Tour gehabt, 2017, 2018, da war sie ja noch mit Florian Silbereisen zusammen. Gut, dann hat es gefunkt zwischen Thomas und Helene. Florian und Helene haben sich dann getrennt. Auch Thomas war ja damals liiert, darf man auch nicht vergessen. Der war ja auch verlobt. Oh, das war auch eine sehr dramatische Geschichte, muss man sagen. Ne? Die, mit einer Tänzerin und auch Fotografin und auch Stylistin. Also die damalige Verlobte von Thomas war ja auch im Inner Circle von Helene. Also das heißt, die Frauen kannten sich auch. Das war für die Frau damals auch nicht einfach. Und zumindest Helene und Florian, das hört man immer, das haben wir auch schon mehrfach berichtet, haben es ja wirklich geschafft und sind enge Freunde geblieben. Bei Thomas und seiner Ex-Verlobten ist das, glaube ich, nicht so der Fall. Zumindest wird uns das erzählt. Also dass es da zumindest wohl gar keinen Kontakt mehr gibt. Aber Helene und Thomas sind ein Paar, sind sehr happy, haben ihr Wunschkind und sind auch längst ein Ehepaar. Nun, aber du hast es gerade angesprochen, das ist eine Frage, die mich auch immer zwischendurch wieder beschäftigt. Auf der einen Seite gehst du zusammen auf die Bühne. Wir haben Bilder, wo sie sich auch küssen auf der Bühne. Also sie machen überhaupt gar kein Geheimnis aus dieser Liebe. Sie haben ja beide auch schon öffentlich mittlerweile jetzt mal gesprochen in den letzten Jahren übereinander, wenn auch immer nur sehr ganz wenig. Ganz kurz, ganz wenig, ja. Und weshalb macht man denn trotzdem auf der anderen Seite noch so ein Geheimnis aus, zum Beispiel dem Bund der Ehe? Ja gut, jetzt kann man natürlich keinem vorschreiben, dass man, wenn man jetzt heiratet, es an die Öffentlichkeit posaunen muss. Absolut verständlich, dass die beiden sagen, okay, es ist unser Privatleben, wollen wir nicht. Aber wir haben jetzt eben gesagt, okay, ich hatte diese Information und ich habe gedacht, okay, wir machen es jetzt, weil sie eben mit Thomas ja Abend für Abend auf der Bühne steht. Und da wird eben kein Geheimnis aus dieser Beziehung gemacht. Bei Florian war es immer so, wenn man in den Konzerten war, als die beiden damals zusammen waren, da hat Helene eigentlich oft über Florian gesprochen. Sie hat ja auch damals immer erzählt, ja, mein Schatz ist heute hier oder wie glücklich sie ist und dass sie eines Tages Mutter sein will und wie wichtig Familie für sie eben ist. Das hat sie damals gesagt. Sie ist jetzt mit Thomas noch ein bisschen zurückhaltender geworden. Andererseits, wie gesagt, Hand in Hand ist ja nun ganz klein ein Liebeslied. Woran glaubst du, liegt das? Liegt das daran, dass Florian auch ein Mensch war, der in der Öffentlichkeit stand und dass Thomas dadurch, dass er eigentlich keine Person des öffentlichen Lebens ist, sie ihn vielleicht damit versucht, auch ein bisschen mehr zu schützen? Na, er ist ja mittlerweile auch eine Person der Öffentlichkeit, weil er ja eben auf der Bühne steht. Damals jeden Abend. Aber noch nicht. Genau. Ja. Und Thomas Seidel darf man auch nicht vergessen. Also der Thomas hat ja auch ein Interview gegeben. Mhm. Das war im Juli 2019, hat er mit dem Zeitmagazin damals gesprochen. Und da hat er ja auch über sich gesprochen, hat über die Beziehung gesprochen. Und er hat damals diesen Satz gesagt, er habe sich mit allen Konsequenzen für diese Frau entschieden. Also es ging, der Kontext war, dass er natürlich auch vieles aufgegeben hat,
Er hat sich aber verliebt und es ist ja auch was Schönes und deswegen auch diese Hochzeit jetzt. Also herzlichen Glückwunsch, Helene und Thomas. Natürlich ist es ja was, worüber sich alle nur freuen können. Und die beiden haben ein Kind, also sind sowieso verbunden ein Leben lang und gehen Hand in Hand durchs Leben. Und jetzt gehen sie halt seit fast 2 Jahren schon als Ehepaar durchs Leben. In diesem Interview, was du gerade angesprochen hast, sagt er noch einen anderen interessanten Satz. Er sagt nämlich noch, dass die beiden eine Beziehung auf Augenhöhe führen, auch wenn das außen manchmal anders dargestellt wird. Kann man, wenn, weil wir können ja jetzt nicht, es ist keine Frage, dass Helene Fischer natürlich die erfolgreichere Frau von beiden ist. Sie ist Multimillionärin und er ist es natürlich nicht. Ja, ja. Deswegen, wie ist da diese Beziehung auf Augenhöhe? Das frage ich mich. Und du bist ja nun einfach mal die Helene Fischer-Expertin. Ja, ich bin auch nach wie vor großer Fan von Helene und sage auch nach wie vor, dass sie das, was sie macht auf der Bühne, ist in Deutschland ganz besonders. Also da muss ich sagen, da ist sie einfach die Nummer eins und da habe ich auch großen Respekt davor. Und ich gebe zu, und das war auch der Auslöser dieses Interviews bei Thomas Seidel, als er dann 2019 im Sommer für mich sehr überraschend dieses Interview gegeben hat. Natürlich war das so, als dann im Dezember 2018 bekannt wurde, Florian und Helene sind getrennt, da waren ja viele Fans unter Schock. Und natürlich haben dann die Medien im ersten Moment erstmal alle geschrieben oder fast alle haben geschrieben, das kann doch nicht sein, jetzt liebt die da ihren Tänzer. Und der Thomas wurde natürlich abgestempelt als der Tänzer. Gibt's ja immer wieder mal J.Lo oder Madonna, ne? Kommt ja öfter vor, dass Stars sich in ihren Tänzer verlieben, weil natürlich die ja fast mehr Zeit mit ihrem Team verbringen auf der Bühne. Wenn du dann monatelang auf Tournee bist, bist du einfach mit deinen Tänzern, mit deinem Team mehr zusammen als mit deiner Familie, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Das war natürlich verletzend für Thomas Seidel, das verstehe ich auch rückblickend, weil alle ihn so abgetan haben, naja, er ist ein Golddigger, er will sie nur, weil sie berühmt ist, Florian hat sie schon geliebt, da war sie noch niemand, jetzt kommt Thomas, der liebt jetzt den Superstar. Ich glaube, jeder zweite Mann in Deutschland würde sich in Helene verlieben können oder wollen, wenn sie es zulässt. Also sie ist ja sehr beliebt, auch gerade bei den Männern. Und das war für die Beziehung natürlich auch nicht einfach. Also auch für Helene. Und mir wurde damals auch aus dem Umfeld erzählt, dass auch Helene sehr gelitten hat unter diesem Bild, wie der Thomas dargestellt wird. Ich kann mich erinnern, sie ist aufgetreten auf Mallorca bei einer Privatparty. Thomas war dabei. Es gab ein Abschlussfoto. Er hält ihre Handtasche. Ist natürlich für einen Mann auch nicht das schönste Foto. Dann haben natürlich viele berichtet, das ist der Handtaschenträger jetzt von Helene Fischer. Dass er dann sagt, Moment, ich bin zwar nicht der Reiche und ich bin natürlich nicht so erfolgreich wie Helene, aber uns verbindet ja viel mehr. Und natürlich stärkt er ihr auch den Rücken. Also es ist ja auch für einen Superstar, bei einem Mann ist es ganz normal, dass die Frau im Hintergrund ist, sich um die Kinder kümmert, um das Haus kümmert, einkaufen geht, den Freundeskreis pflegt und natürlich all das macht, wozu der Superstar keine Zeit hat, wenn er oder sie unterwegs ist. Und jetzt ist es halt umgekehrt in dem Fall. Und er meint damit natürlich, dass Helene die Person ist, die auf der Bühne steht, im Fokus der Öffentlichkeit steht, aber er genauso wichtig ist, weil er eben immer bei ihr ist und natürlich die beiden als Paar durchs Leben gehen. Das meint er damit. Geld, nur weil der eine mehr Geld oder mehr Erfolg hat, heißt das ja auch nicht, dass man keine Beziehung auf Augenhöhe führen kann. Genau, und was soll Helene Fischer machen? Ich meine, es ist schwer, einen Mann zu finden, der mehr Geld auf dem Konto hat als Helene Fischer, weil sie ist einfach in Deutschland die am meisten verdient und am erfolgreichsten ist. Also von daher braucht er ja auch eine Helene Fischer, einen Mann, der ihr den Rücken stärkt und einfach ja, ein Team, der mit ihr ein Team bildet. Und ich denke, sie hat mit Thomas genau diesen Mann gefunden, mit dem sie dieses Leben führen kann, das sie glücklich macht. Nun stehen sie beide gemeinsam auf der Bühne, momentan, wenn sie auftritt. Wer kümmert sich? Sie schweben eher. Sie schweben, genau. Auf der Bühne, genau, Hand in Hand. Wer kümmert sich um die Tochter, die jetzt so 18 Monate alt sein muss? Wer kümmert sich um die Tochter, wenn die beiden da in ihrer Tour-Action sind? Helenes Eltern sind auch immer wieder mit dabei, das wissen wir. Also wenn Helene und Thomas auf der Bühne stehen, sind die Eltern ganz oft dabei und passen auf das Kind auf. Also Familienzusammenhalt ganz ist eng. Da total gegeben. Ja. Und der Florian, der hat ja auch eine neue Freundin. Ja. Lange hat es ja gedauert. Wir haben ja immer alle gedacht, so Mensch, das ist jetzt aber auch schon so 5 Jahre. Das ist eine lange Zeit, aber so ganz frisch ist die Liebe dann auch nicht, ne? Nein, das haben wir ja neulich auch exklusiv berichtet. Deswegen ist jetzt eigentlich ganz schön, dass sich dieser Kreis schließt. Also auch Florian Silbereisen ist glücklich. Wir haben ja berichtet, dass er auch schon seit über einem Jahr mit seiner neuen Freundin, der Sarah, zusammenlebt. Da hatten wir neulich auch wunderschöne Fotos. Also ich bin mir sicher, Florian geht es gut mit seiner Sarah, Helene geht es gut mit ihrem Thomas. Und wenn die 4 sich dann auch noch gut verstehen, was will man mehr?